Hallo und willkommen zu diesem Guide-Video zu den Einsichten in die Beherrschungen in der Kristalloase hier auf gatenews.de. In diesem Video stelle ich euch die 5 Einsichten und auch die 2 weiteren Beherrschungspunkte vor, die ihr auf der Karte Kristalloase finden könnt. Beherrschungspunkte braucht ihr, um eure Reittiere zu leveln und ihnen neue Fertigkeiten zu geben. Und wir sind gerade auf dem Weg zum ersten Punkt. Der zählt mit zu den einfachsten überhaupt. Dazu müsst ihr nur raus aus der Oase am Nun und da vorne dann auf ein Dach hüpfen und mit dem Beherrschungspunkt interagieren. Danach portet ihr euch einfach zurück zur Wegmarke am Nun und reitet in die andere Richtung. Da liegt dann Einsicht in die Beherrschung Nummer 2. Namentlich war das gerade der Bazar von Amnun. Jetzt schauen wir in Richtung Alt-Amnun. Alt-Amnun liegt ein bisschen unter Wasser und das liegt einfach daran, dass die ehemalige Stadt, die wir aus Guild Wars 1 kennen, eben nicht mehr die klassische Amnun oder dass das Gebiet Amnun ist, sondern dass wir auch hier, ähnlich wie in Löwenstein, einen Teil einfach verloren haben, weil es versunken ist. Auch dieser Punkt ist einfach zum Interagieren. In der Nähe ist manchmal ein Veteranenhai, den ihr besiegen müsst. An dieser Stelle hatte ich dann Glück, der war nicht da. Und dann haben wir den Teil auch tatsächlich schon hinter uns gebracht. Schauen wir auf den Punkt Nummer 3. Das ist jetzt keine klassische Beherrschung, sondern nur ein Schluck, so nennt sich der Erfolg, ist dieser wunderbare Beherrschungspunkt mit dem Koch, den viele so überhaupt nicht mögen. Man kann ihn aber auf der Karte als einen Beherrschungspunkt sehen, deshalb habe ich das einfach mit unter Einsichten in die Beherrschungen gepackt. Und dazu gibt es auch einen Guide samt Karte, der das Ganze vielleicht ein bisschen übersichtlicher macht und in dem ihr die anderen Maps finden könnt. Der ist entsprechend in der Videobeschreibung verlinkt. Da seht ihr dann, das ist aktuell die Nummer 3, die wir hier angehen. Also, wie geht der ganze Beherrschungspunkt? Das ist eigentlich relativ simpel. Ihr startet ihn und solltet dem Chefkoch dann nach und nach die Zutaten zuwerfen, die er haben möchte. Dazu solltet ihr euch erstmal umschauen und sehen, okay, wo liegt welche Zutat. Dann ist eure nächste Aufgabe, eigentlich permanent den Speedbuff aktiv zu halten, den ihr auf der Fertigkeit 1 bekommt, einfach damit ihr schneller von A nach B lauft. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist so ein bisschen zu gucken, wie der Chefkoch selber läuft. Das heißt, dass ihr nicht so werft, dass er gerade wegläuft und dass ihr quasi ihm immer richtig entgegenlauft. Dazu lohnt es sich, oder ihr werdet das mit der Zeit einfach lernen, je länger ihr hier seid, desto eher merkt ihr, okay, das sind so ungefähr die Laufrichtungen. Ich probiere das Ganze dann auch zu timen, wie man hier sieht, dass er in meinen Wurf hineinläuft. Das ist dann so das ganz, ganz große Kino, wenn man das hinbekommt. Das war, glaube ich, mein zweiter Versuch diesmal. Ich gebe zu, in der Beta habe ich sehr, sehr viel mehr Versuche gebraucht. Aber jetzt kennt man halt inzwischen ungefähr die Laufwege. Man weiß, wo die Sachen stehen, wo er hin möchte. Und dementsprechend, kann man das deutlich schneller und besser abschließen. Wenn ihr da Probleme habt, das ist tatsächlich eine Übungssache. Und es klappt auch nicht immer alles, wie man hier gerade sehen kann. Da habe ich das Feuerholz daneben geworfen, da habe ich geguckt, wo will er hin. Und dann, man hat ja so ein bisschen Zeit. Die Lebenspunkte oben drüber geben einem ja doch ein bisschen Spielraum dann am Ende des Tages. Ja, wenn ihr den Beherrschungspunkt dann erfolgreich abschließt, können wir tatsächlich weiter zum nächsten Punkt gehen. Das dauert. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Dinge man ihm tatsächlich entgegenwerfen muss. Das hätte ich jetzt hier in dem Versuch tatsächlich mal versuchen können zu zählen. Aber es ist definitiv ein kniffliger Beherrschungspunkt. Das muss ich auf jeden Fall zugeben, aber eben auch nur Übungssache. Von diesen Punkten gibt es übrigens später auf den kommenden Karten noch weitere Dinge. Freut euch da schon mal drauf. Also nicht mehr so tatsächlich wie der Chefkoch, aber ähnliche Aufgaben, die man dann machen muss. So, das war die Einsicht in die Beherrschung und von hier aus geht's auch sofort weiter zum nächsten Punkt. Und da zeige ich euch den Weg, wie er klassisch gedacht war und nicht so, wie ihn viele nutzen.
Es gibt verschiedene Tricks, um an diesen Beherrschungspunkt zu kommen. Ich habe gehört, mit Raptor 3 kann man versuchen, über den gesamten Treibsand zu springen. Es gibt eine Möglichkeit, links oben oder oben rum um die Pyramiden zu gleiten, sodass man irgendwann rechtzeitig an dem Punkt ankommt. Ich zeige euch aber den ganz klassischen Weg, den fast schon langweiligen, was aber auch einfach daran liegt, dass ArenaNet diesmal den Grind in den Beherrschungen sehr, sehr niedrig gehalten hat, fand ich. Also man kam meiner Meinung nach sehr, sehr schnell an den Rochen, man kam sehr, sehr schnell an die einzelnen Beherrschungspunkte, an die XP, um auch die Tiergefährten zu leveln. Dementsprechend halte ich es für sinnvoll, dass ihr das Ganze auch tatsächlich mit dem Rochen macht und nicht irgendwie gemogelt mit Gleiten oder sonst was. Dafür ist der Aufwand auch schon fast zu groß. Dann könnt ihr euch einfach auf den Rochen setzen. Der ist super glücklich, dass wir über Treibsand schweben. Dann benutzt ihr die Leertaste, um da so ein kleines Stück hochzukommen. Und dann könnt ihr euch auch schon, ja, mehr oder weniger nach ganz oben mit dem Rochen bewegen. Und da ist dann Beherrschungspunkt Nummer 4, namentlich der Sifuri-Treibsand. Vom Sifuri-Treibsand geht es dann Richtung Reise der Vergangenheit, in die Vergangenheit. Reise in die Vergangenheit, das ist der Beherrschungspunkt, der auch wieder ein bisschen Arbeit bedeutet. Das ist, kennen die Leute noch aus Guild Wars 1, wo man die Teleporter aktivieren musste. Dieses leichte Simon Says Spiel, wo man also dem folgen soll, was das Spiel vorgibt, der Reihenfolge. Hier braucht ihr zu Beginn auf jeden Fall den Raptor. Den haben wir ja sowieso alle. Das eigentlich Voraussetzung zu nennen, ist schon, ja, ein kleiner Witz. Und hier ist dann der Beherrschungspunkt. Das ganze Prinzip ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ihr seht am Anfang eine Folge und diese Folge müsst ihr nachspielen, so nenne ich es mal. Das macht ja auch einen Ton, also kann man das ganz gut machen. Ich probiere das immer so ein bisschen bildlich zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hatte übrigens eine sehr, sehr einfache Sequenz hier während der gesamten Runde. Ich probiere immer mit der Maus mir so einen gedanklichen Weg zu ziehen, wie ich zu laufen habe. Und zack, 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 sage ich mir dann immer und dann, ja, klappt das im Normalfall schon. Ich werde aber feststellen, ich hatte wirklich sehr einfache Sequenzen. Die drei in Folge. Und dann hatte ich, glaube ich, 3-1-2. Ja, und dann, den letzten brauchte ich ja gar nicht mehr. Ja, das ist halt wirklich schon fast kriminell einfach, was ich da hatte. Also da wollte ArenaNet, dass ich im Video, glaube ich, die einfache Sequenz zeige und ihr erst später verzweifelt, wenn ihr das selber macht. Denn es geht schon wieder ähnlich los. Ja, 1-2, 1-2, 1-2-3 und dann den ganz unten. Das ist, wie gesagt, schon so ein kleines bisschen kriminell, muss ich gestehen. Ich hatte vorher in der Beta sehr, sehr viel schwierigere Sequenzen und wahrscheinlich werdet ihr auch schwierigere bekommen. Ja, einmal 4, einmal 5, einmal 6 und dann habt ihr den Beherrschungspunkt auch offiziell abgeschlossen. Von hier aus springen wir zurück in die Oase am Nun und nehmen uns den sechsten Punkt vor, Imets Grotte. Imets Grotte, den kennt ihr vielleicht auch noch aus der Beta, da hat man sich so ein bisschen mit Ein- und Ausloggen und ähnlichen Dingen hochgemogelt. Das funktioniert jetzt tatsächlich nicht mehr. Jetzt könnt ihr es, oder ihr braucht auf jeden Fall den Springer. Ihr könnt das Ganze nur mit dem Springer erledigen. Alternativ hilft euch auch noch der Rochen ein klein wenig. Nur mit dem Rochen könnt ihr es aber nicht machen. Also Springer wird auf jeden Fall vorausgesetzt. Da der Springer aber auch für den Rochen gebraucht wird, habt ihr den sowieso bei diesem Punkt. Auch hier kann man angeblich wieder mit Raptor absitzen mogeln, habe ich gelesen. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Wie gesagt, man bekommt eigentlich an die einzelnen Reittiere sehr, sehr schnell ran. Mit übrigens Rochen 3 kommt ihr hier auch hoch. Mit Rochen 1, so wie ich das gemacht habe, klappt es tatsächlich nicht. Ich nehme, glaube ich, auch nochmal einen zweiten Anlauf. Stattdessen kann man einfach hier schön absitzen und an der Seite sich auf den Springer hocken. Und dann kann man sich hier hochbewegen, möglichst schnell auf die andere Seite. Da empfehle ich, eventuell mit dem Raptor rüber zu springen oder das Ganze mit dem Rochen sofort zu machen. Nicht so, wie ich das gemacht habe, weil sobald man halt in Fight ist, hat man so ein bisschen das Problem. Und die Lindwürmer hier sind echt aggressiv, wie ihr vielleicht seht.
Die machen sehr, sehr viel Schaden, halten auch nicht viel aus. Das ist die gute Nachricht. Aber sie machen halt verdammt viel Schaden. Und das ist nicht so gut. Ja, nachdem ihr dann erfolgreich alle Lindwürmer besiegt habt und euch vielleicht nochmal ein zweites Mal in den Downstate begeben habt, so wie ich das gemacht habe, dann auf den Rochen. Ich empfehle an dieser Stelle auch tatsächlich, sich zumindest ein paar Tierchen auf Shortcut, auf andere Tasten zu legen, weil das sehr, sehr hilfreich ist, das zu machen. Dann müsst ihr nicht immer unten im Menü etwas wechseln. Ihr könnt das machen. In den Optionen gibt es die Möglichkeit, jedes Reittier einzeln zu belegen. Inzwischen habe ich mir Raptor und Hase einzeln gelegt und habe dann auf C wahlweise Rochen oder Schakal, je nachdem, was gerade in die Szenerie passt. Ja, hier ist dann der Beherrschungspunkt. Ihr müsst vorher die beiden Lindwürmer hier oben nochmal ausschalten, damit ihr den in Ruhe casten könnt. Hier, wie gesagt, aufpassen. Die machen echt viel Schaden, halten halt auch nicht viel aus. Das ist die gute Nachricht. Ich muss auch sagen, ich spiele da sehr, sehr berserkerlastig. Aber im Großen und Ganzen, ja, haben wir den Beherrschungspunkt da auch relativ sicher. Kommen wir zu Nummer 7. Nummer 7 ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man sich den Schakal zulegt. Da gibt es nämlich Sandportale, das ist dann Schakal 3. Und man kommt ganz, ganz schnell, ganz, ganz einfach mit wenigen Bewegungen ans Ziel. Da der Schakal und Stufe 3 dann eben doch ein kleines bisschen weiter entfernt ist, habe ich mir überlegt, geht das Ganze auch anders? Ja, mit dem Springer geht das Ganze auch. Das heißt, hier braucht ihr nicht zwingend den Schakal, sondern es genügen Springer und Raptor, um das zu machen. Und das sieht auch relativ legit aus. Also wir müssen hier nicht irgendwie verrückte Sprünge machen, wo wir vom Hasen dann noch in der Luft absteigen, was übrigens auch gar nicht möglich ist, sondern es sind halt wirklich die einfachen Sprünge, die man machen kann. Hase 3 wird dafür auch nicht gebraucht, sondern einfach nur der normale Springer. Vorher müssen wir uns erstmal hier so ein bisschen durchkämpfen. Hier steht immer ein Sandhai und ein weiterer Gegner. Stehen ein Sandhai und ein weiterer Gegner. Und wenn ihr die besiegt habt, dann aufsetzen auf das Häschen, auf den Springer. Aleop. Und dann kann man sich hier rüber bewegen. Ich empfehle, die Bewegungstaste schon zu drücken, bevor ihr abspringt. Das hat bei mir bisher den besten Erfolg, was so Reichweite angeht, generiert. Und dann lauft ihr hier einmal herum, bis ihr ziemlich genau unterhalb des Beherrschungspunktes steht. Und dann seht ihr auch schon Sandportale in der Luft, die eben für den Schakal ausgelegt sind. Und wenn ihr da hineinhüpft, werdet ihr geportet. Wir machen das Ganze jetzt aber hier einfach am Rand entlang. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Felsvorsprünge. Und je mehr Felsvorsprünge es gibt, desto wohler fühlt sich der Springer. Sofern man nicht von unten gegen diesen Felsvorsprung springt und sich eine kleine Gehirnerschütterung holt. Einfach hier zwei Sprünge nach oben, dann ein Sprung direkt gegenüber auf die Plattform und dann sind wir auch schon sehr, sehr einfach beim Beherrschungspunkt Nabkas Refugium angekommen. Last but not least, der Punkt Nummer 8 hier in unserem Video, das ist Glints Vermächtnis. Befindet sich im Südosten der Karte, da ist dieses ganze Sephiritengebiet. Und ich muss sagen, so ein klein bisschen merkwürdig fühlt sich das hier schon an mit dem Springer am Rand. Aber auch das ist sehr, sehr gut machbar. Ihr lauft erstmal ja die Rampe hoch, lauft dann außen an diesen Luftelementaren vorbei und dann gehen wir hoch Richtung Ogerlager. Hier kann man sogar, das habe ich mir nämlich auch angesehen, theoretisch von der Wegmarke beim Tempel von Cormyr losgehen und dann mit dem Springer nach oben hüpfen, dann käme man auch ganz gut im Ogerlager an. Das wäre sogar ein Alternativweg, der eventuell, wenn ihr die Wegmarke unten noch nicht habt, sogar schneller wäre. So, gehen wir ganz gemütlich nach oben. Ich habe auch schon gesehen, Leute haben dann versucht, über so kleine Abhänge den Weg hier hoch auch noch abzukürzen. Das ist tatsächlich möglich mit dem Springer, vor allem mit Springer 3 kann man sehr, sehr viel abkürzen. Das war jetzt aber erstmal so der ungefähre Weg, damit ihr wisst, wie ihr das Ganze auch zu Fuß machen könntet. Von hier dann rüber und da seht ihr jetzt die Sachen, die so ein klein bisschen merkwürdig sind. Das hier sieht zumindest noch nach einigermaßen guten Vorsprung aus, muss ich sagen. Das hier
das ist halt wirklich nur so eine kleine Nische, in der man landet. Es gibt aber anscheinend keinen anderen Weg. Ja, wir haben das sehr, sehr lange ausprobiert. Und falls doch, werde ich das irgendwann nochmal ergänzen. So sind wir dann einmal oben über diesen Zaun gehüpft. Und dann müssen wir noch einmal auf das Gerüst drauf mit dem Springer. Und ihr braucht dafür auch nicht Springer 3. Das sollte auch mit der normalen Version möglich sein, auch wenn ich jetzt den Springer 3 hier aktiv habe. Ich caste das ja nie komplett durch, sondern lasse immer so ein kleines bisschen übrig. Dann noch einmal hier hüpfen und dann seht ihr auch schon den Beherrschungspunkt voraus. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, geht wie immer, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gatenews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut!